Ja, das ist eine sehr, sehr einfache Betrachtungsweise, also sehr schematisch. Und auch das hier, was hier aufgezeichnet wurde, ist natürlich jetzt ziemlich theoretisch. Was ist hier zu sehen? Wir sehen hier den Consumer Level, das wären also die Länge der Nahrungskette. Ja, wir haben hier gesehen, 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht 6 Niveaus, trophische Niveaus werden realisiert. Jetzt 10 und 15, das wird es nicht geben, das ist sehr theoretisch. Und hier auf der Y-Achse ist aufgetragen die Summe der Sekundärproduktion in Prozent. Und was da auffällt, ist schon mal, dass die Summe der Sekundärproduktion mehr als 100% betragen kann, also mehr als Primärproduktion. Und die Frage ist ja, wie ist denn das möglich? Und da wurden mehrere Annahmen getroffen. Die unterste Linie zeigt also, wir haben 50% Respirationsverluste und keine anderen Verluste. L wären also Losses. Dann braucht man eine sehr, sehr lange Nahrungskette, um auf diese 100% zu kommen. Wenn die Respirationsverluste geringer sind und auch die Verluste durch andere Verluste gering sind, dann kann man also bei einer Nahrungskette mit 5 Niveaus bereits 110, bei geringeren Verlusten auch 140% der Primärproduktion erreichen. Wie ist das möglich? Das ist natürlich nur deshalb möglich, weil bei der Konsumentenbetrachtung wird ja immer Biomasse nicht neu geschaffen, sondern Biomasse aufgenommen, umgewandelt, zum Teil eben respiriert. Im nächsten Niveau passiert das wieder. Das heißt, es wird also aufsummiert. Es wird nicht neu geschaffen, sondern man kann sagen, die Biomasse wird transformiert. Und wenn wir eben 50% Verluste haben, dann müsste also diese Kette sehr, sehr, sehr lange sein, dass wir also auf die 100% kommen. Also eine etwas theoretische Betrachtung ist aber für uns wichtig, weil wir wissen, dass die Länge dieser Nahrungsketten wahrscheinlich eher bei 3, 4, vielleicht 5 ist und nicht viel länger. Ja, nun kommen wir zu einem Buch, das Gleevitch herausgegeben hat. Das wäre also ich würde sagen, die Summe seiner Entdeckungen, seiner Messungen, seiner Ergebnisse, die sich hauptsächlich mit Zooplankton beschäftigen. Und das erste Bild, das er hier zeigt, ist schon sehr, sehr auffällig. Es zeigt die innerartliche Konkurrenz, also die Konkurrenz zwischen Individuen derselben Art. Vielleicht denkt man da gleich an Darwin. Hier geht es um das Wachstum von Artemia franciscana, ein kleines Krebschen im großen Salzsee, mit und ohne Konkurrenten aus demselben Eigelege. Ein Tier ist ein Tag alt, das ist 1D links. Und das zweite Tier oder die beiden anderen Tiere sind 14 Tage alt. Das kleinere oben, das ist nicht viel größer, das ist eigentlich biomassemäßig noch leichter, als das am ersten Tag auf, aber wuchs unter typischer Konkurrenz von Tieren der gleichen Art heran. Sie sehen, es hat sich zwar entwickelt, ja, Sie sehen die Körpersegmentierung und so weiter, ist wie bei dem größeren Tier, aber es ist sehr klein geblieben. Die Körpermasse ist eben kleiner als am Tag 1, aber die Entwicklung ist weitergegangen. Wenn man das größere Tier anschaut, dann ist das gleich alt, also 14 Tage, aber das ist jetzt ohne Konkurrenz herangewachsen. Und die Schlussfolgerungen, die Gleevitch daraus zieht, ist erstens, die stärkste Konkurrenz um Ressourcen besteht zwischen Individuen derselben Art. Die Körpergröße ermöglicht die Erweiterung des Beutespektrums, das werden wir gleich sehen. Und die Konkurrenz ist in nährstoffreichen Habitaten, wo die Anzahl der Tiere ohne Räuberdruck ist, dann erreicht, wenn die Carrying Capacity zutrifft. Jetzt schauen wir uns vielleicht noch dieses Thema Carrying Capacity an. Zuerst noch eine klassische Darstellung. Sie sehen hier links Daphnien verschiedener Größe, verschiedener Arten, von der Daphnia magna bis zur Daphnia cucullata und der Cerodaphnia reticulata. Und was man hier sieht, Sie sehen auf der Y-Skala ist aufgetragen Wachstum. Und zwar einmal negatives Wachstum und positives Wachstum.
Und die waagrechte Linie zeigt eben Wachstum 0, das heißt, die Nahrung ist gerade ausreichend, dass die Tiere nicht wachsen, aber auch nicht Masse verlieren. Und wenn wir dann weiter nach rechts gehen, wenn die Nahrungskonzentration zunimmt, das ist unten logarithmisch aufgetragen in Milligramm Kohlenstoffeinheiten pro Liter, dann können die Tiere wachsen. Was man sehr, sehr schön sieht, ist, dass diese Grenze, wo das Wachstum gerade noch positiv ist, bei großen Arten viel, viel weiter links liegt. Das heißt, große Arten können eben Nahrungskonzentrationen nutzen, die viel, viel niedriger sind als die für die anderen. Das heißt also, große Arten hätten hier also immer einen Wachstumsvorteil. Und das Gleiche ist auf der Grafik dann rechts aufgezeichnet. Da ist die Körpergröße auch wieder logarithmisch in Mikrogramm Kohlenstoffeinheiten aufgetragen gegen den Schwellenwert. Und Sie sehen, dieser Schwellenwert für die Nahrungskonzentration, der wird umso kleiner, je größer das Tier ist. Also große Tiere können also Nahrungskonzentrationen nutzen, die für kleinere nicht mehr nutzbar sind. Das heißt, sie haben einen sehr großen Vorteil. Danke.